Ja, hallo, mein Name ist Flora Lavner, ich bin von der Mondi AG und ich bin Projektleiterin von unseren diversen Rollouts im Digital HR-Projekt. Bei der Mondi, wir sind ein globaler Papier- und Verpackungshersteller. Wir sind in über 30 Ländern aktiv. Wir haben über 100 Standorte und natürlich so auch sehr viele Sprachen und sehr, sehr viele Mitarbeiter. Also wir sind fast 27.000 Mitarbeiter derzeit global, noch stetig am Wachsen und haben natürlich in dem Hinblick auch die Herausforderung gesucht und auch genommen, dass wir ein globales HR-System brauchen und haben damit 2016 mit dem Rollout von Employee Central SuccessFactors gestartet und ich kann jetzt mit Stolz sagen für mich und mein Team, dass wir seit 2021 alle knapp 27.000 Mitarbeiter im System haben. Das heißt, damit ist auch diese Lösung ein System mit der größten Userbase bei Mondi und wir können somit einige Herausforderungen meistern. Ja, eine der größten Herausforderungen bei einem so global ausgerollten System sind die globalen Prozesse, die uns einerseits große Vorteile bringen, aber natürlich ist der lokale Adaptierungsaufwand gegeben. Wir haben hier natürlich auch rechtliche Rahmenbedingungen, die wir beachten müssen und schaffen aber hier mittlerweile recht gut eine Balance zwischen globalen und lokalen Anforderungen. Außerdem ist es uns besonders wichtig, dass wir auch in dem Hinblick auch das Leben unserer HR-Mitarbeiterinnen erleichtern, aber auch mit dem neuen System die Mitarbeiterinnen als auch die Managerinnen ins System involvieren und somit auch den Self-Service weiter ausrollen.